Irgendwo muss ich anfangen, um die 1000 Eindrücke dieser Reise zu verarbeiten. Deshalb widme ich den ersten Film dieser Asienreihe den Airlines. Ohne Cathay Pacific, Air Asia, Vietjet, Batik bzw. Malindo Air, Cambodia Airlines, Malaysian Airlines und My Airline hätte das alles nicht funktioniert. Für junge Menschen mag das normal sein, aber als ich das erste Mal hier angekommen bin, landete ich noch auf dem legendären Stadtflughafen Kai Tak, dessen waghalsigen Anflüge man bei YouTube immer noch finden kann. Heute verfügt der auf einer künstlichen Insel liegende Flughafen Hongkong über ein Skydeck mit atemberaubender Aussicht auf das komplette Rollfeld bei geputzten Scheiben. Beispielsweise werden auf dem Flughafen Bangkok die Laufzeiten zu den anderen Gates in Minuten auf den Hinweisschildern angezeigt. Die Drehkreuze der Airlines sind so gewaltig geworden, dass man gefühlt eine halbe Ewigkeit braucht, um von einem Gate zum anderen zu kommen. In Kuala Lumpur Airport war der Express schneller in der Stadt als ich am Bahnsteig. Absoluter Wahnsinn. Air Asia, der größte Low-Cost-Carrier im gesamtasiatischen Raum, hat mit seiner allgegenwärtigen Kampagne Everyone Can Fly Now den Vogel im wahrsten Sinne des Wortes abgeschossen. Der Vergleich sei mir erlaubt. Die Air Asia-Maschinen findet man in allen Destinationen in Asien und die Airline verfügt über das größte Streckennetz mit den günstigsten Preisen, wenn man früh genug bucht. Die Billig-Airlines boomen. Kein Wunder, dass ich viele Internetworker kennengelernt habe, wie Tom aus London, der Werbekampagnen im Online-Bereich betreut und heute in Bangkok und morgen auf Bali arbeitet. Wie geil ist das denn bitte? Das macht mich echt neidisch. Um das zu erleben, musste ich 64 Jahre alt werden. Zumindest weiß ich nun, wie ein schlecht gelauntes Flugzeug guckt. Ein Lob auf all die Airlines, mit denen ich geflogen bin. Danke an das Fliegende und an das Bodenpersonal. Danke, dass es meistens pünktlich losging. Und danke an die allgemeine Freundlichkeit aller Beteiligten. Ich habe viel gesehen, viel erlebt, viele Menschen kennengelernt und noch mehr schon wieder vergessen, von denen ich in meinen kommenden Filmen berichten werde. Das erste Video meiner Asientour 2023 ist der Anflug auf Hongkong. Knapp 30 Minuten Flugzeugfenster für Menschen, die sich dafür interessieren. Ah, du interessierst dich gar nicht für Flugzeuge? Okay, dann vielleicht einen meiner anderen Filme. Danke.